Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder, gesegnet seien wir deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen, hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Ja. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Ja, war er. Oh fuck, war er echt? Ja. Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, ja. Das sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit. Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los. Oh nein. Besiege Shub-Niggurath. Wir dürfen das nicht nochmal zulassen. Okay, gebt ihr noch mehr. Oh, verfickte Scheiße. Au. Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Oh oh. Flieht, ihr Narren. Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch. Was? Ich muss der... Was? Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Oh, lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Tod den Ungläubigen. Zug verweigert. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Weißes Fleisch füttern. Ihr Ketzer widert mich an. Ich bin dran. Mach sie glatt. Oh nein. Glatt, was auch immer. Könnte mir nicht egaler sein. Oh. Deine Scheiße! Ziege sorgt für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Richtig, Mann. Meine Robe riecht nach Kotze und Weihrauch. Au! Der hat vielleicht Nerven. Wen infiziere ich jetzt? Welches Blut? Ha, die haben überhaupt keine Chance. Ich verlasse mich auf dich. Die packen wir easy. Diabetes-Time. Also los. Zeig ihnen, was du drauf hast. Super. Ja, ja. Verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Was macht der da? Ich hab gerade ein scheiß Ei gelegt. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Wirklich, Mann. Kranke Scheiße, Alter. Jetzt setzt's was. Und der Arsch reißt ein paar Ärsche auf. Alles klar, also ich glaube... Ich habe damit die Möglichkeit, so bitte so, als hätte das richtig wehgetan, den zum Beispiel jetzt in den roten Bereich zu kicken. Und wenn der jetzt drankommt, überspringe ich ihn. Und damit ist er jetzt im Fütterungsbereich. Hat ihm nicht gefallen, wa? Runter, auf den Boden! Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Was geht jetzt ab, Mann? Bringt eure Ärsche in Sicherheit. Ich bin dran.
Ich hab genug von dem Kack. Ja, ein Treffer reicht für einen Home Run. Gleich kommt der Schwarm! Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das gewinne. Der Kampf könnte heftig werden. Das wird mir ja langsam ein wenig zu heiß. Ich glaube nämlich auch, dass das... Das kannst du schon! Ah, ich hab's verkackt! Aber einen habe ich reingekickt, okay. Kettendiabetes ist kampfbereit! Tötet die Katze! Ach, der stirbt. Das habe ich kaum gesehen. Ah, fuck! Fuck! Kann ich nichts machen! Hat Wunderarsch gerade was gemacht? Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken! Oh, das lag falsch. Ja, das war echt eklig. Du solltest dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren. Gute Nacht! Schaut die wahre Kraft des Diabetes! Alter. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Stell das auf Goodstagram. Richtig geil anzupissen. Ansteckung signed. Wirklich dich. Aha. Jesus, hat jemand eine Kotztüte? Es trifft die halt nicht. Hau rein, Neuer. Die stehen völlig falsch. Scheiße, Mann! Knie nieder vor Schuss! Dein Angriff steigert nur meinen Zorn! Captain Diabetes mischt wieder mit! Mit Rückstoß! Captain Diabetes macht die Fieslinge zu Hackfleisch! Okay, los geht's! Warum nicht? Keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. Alter, mach mal halblang. Ja. Meine Sektenklasse startklar. Okay, der eine stirbt jetzt. Wir hatten da so... Leben verloren. Du. Mach das Beste draus, Kumpel. So, der ist weg. Noch zweimal. Runter, auf den Boden. Flieht, ihr Narren! Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Mach Platz für Diabetes! Ha, Platz gemacht! Bin ich schon am Zug? Okay. Megafaustschlag! Au! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit! Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Moskito! Oh shit, die Nigger kommen mit so Ultra-Attacken? Da halte ich mich raus.
Okay. Jetzt muss ich ja... nur in Deckung gehen? Wer braucht am meisten eine Trachtprügel? Juckreiz für alle! Zeig ihm, wer der Boss ist! Ich werde dich besiegen! Was soll ich machen, Alter? Moskito auf Blutjagd! Keine Ahnung! Saft, gib mir Kraft! Na, endlich! Gute Neuigkeiten, ich bin dran! Okay, die stehen beide jetzt wieder so... Ein kleiner Klaps hat doch keinem Schurken geschadet, was? Wenn Klaps heißt, sie halb tot zu prügeln, klar. Okay, ich mach mir Notizen zu deiner Technik, Supercrack. Ist keine Kunst. Drauf und gut. Kannst du gerne aufschreiben. Nee, du bist mir egal. Ich müsste jetzt beide und damit müsste ich jetzt auch gewonnen haben, oder? Oh Mann, ich kann nicht wegschauen. Ja, Mann. Necronomicon erhalten. Nein, ein Polizist hat gefehlt. Gut, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Scrambles. Oh, ja, Mann, das ist endlich. Scrambles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt. Danke, endlich ist man in diesem Dreckskaff wieder sicher. Gern geschehen. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute, wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fucking Kuhn and Friends. Scheiße geil, Leute. Wir haben es geschafft. Das war richtig geil. $100 Belohnung, wir kommen. Hey, Moment mal. Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser! Wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Was war's neu? Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Superarsch, sondern die. Okay, Neuer. Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein. Oje. Ich mach sie fertig. Haha, mein teuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Los! Ich mach das jetzt schon mal. Was hast du mit denen gemacht, Wunderarsch? Zieh kein Fett! Oh. Zeig keine Schwäche! Schnappt ihn euch! Das könnte brennen. Ja. Nach diesem Trauma solltest du dich ausruhen und was trinken. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Na, scheint viel Spaß zu machen, ja. Alter. Entfolgt. Oh Mann, war das abgefahren. Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. Äh.
Bedeckt eure Augen, Heiden! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Moah. Kein Problem, lass dir einfach Zeit. Heilung! Lass dich tragen! Leider hat Dr. Timothy es nicht geschafft, Chaos zu kontrollieren. Was war das? Warum hat er das jetzt gemacht? Schönes Chaos, Professor! Mist! Danke, Core Girl! Das gibt Rache! Nein! Mein Mittagessen! Jetzt krieg ich wieder Ausriss! Hol cool! Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich find dich cool. Coon and Friend. Als Freedom Pal wärst du vielleicht doch lieber. Glückwunsch, Superfreunde. Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir es ihm. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Los, Coon! Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Raus aus meinem Kopf, Dr. Timothy. Ich bin bei dir, Wunderarsch. Ja, Mann, wir werden immer stärker. Okay. Gern geschehen. Gib's mir. Cordell ist online. Mat. Und geblockt, Bitch! Bäh! Kotz doch nicht, du Widerliche! Das sollte helfen! Macht euch auf Schmerz gefasst! Timmy ist fast tot. Chaos! Das war episch! Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Ich bin so sauer auf dich, Fußlord! Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Was geschieht? Aha. Du hast eine Menge Gehirne gefickt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. Au, du hast irgendwie gebraucht. Oh nein. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen. Scheiße. Sehr befriedigend. Ist gut, weil er heilt sich hoch. So, jetzt pass auf. Du musst jetzt ihn heilen von der Bezauberung. Nutz deinen Angriffsboost. Coon, Krallen raus. Bam, bam, bam! Du hast dich beim Manscaping geschnitten. Gleich riecht's hier verbrannt! Wer ist denn noch der Timmy? Aber, Jimmy meine ich, aber der ist ja für ihn hier nicht in Reichweite. Dann heile ich mich halt. Heile, heile Segen. Ja, komm, auf all deinen Wegen. So, jetzt mache ich mit dir das da, was auch immer das nochmal bringt. Hier, ein echter Schocker. Piu, 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 piu. WLAN-Power aktiviert. Der lässt ganz schön krachen. Oh, danke, Butters. Wer ist Butters? Ich bin Professor Chaos. Who the fuck is Butters? Jimmy. Triff Feinde in der Nähe.
Danke sehr. Rache war schon immer mein... Aussetzen! Sorry wegen des Zugs. Super Crack zur Rettung. Geh weg! So sieht's aus, Pyjama Pals. Arschloch, Alter. Kacke. Na, Jimmy! Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool. Aber Diabetes ist zäh. Bah. Timmy, Timmy. Ich hörte nicht mal an der Zitronella-Kerze. Ja, der Captain kapituliert. Ernsthaft? Wird langsam. Warum können denn nicht alle wieder Freunde sein? Ja, genau. Ja, Diabetes! Wir hätten Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Schlag sie für den Kuhn-Furzkiste. Wir verlieren! Das wird schon. Gib Dr. Timothy eins auf den Schwanz! Ja, Mann! Jetzt hast du gleich alle gegen dich. Hinter uns bringen? Als ob du was Besseres vorhättest. Das war echt super, Leute! Leg dich nicht mit mir an, Mann! Fast. Fast Level 10. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen! Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde. Was? Oh, Tim. Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen. Aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott, er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, Alter. Das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Während wir versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja. Ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns die Belohnung für Scrambles und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen, Freedom Pals, Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute, auf geht's. Ja. Komisch. Irgendwie komisch. Jetzt gar nichts passiert. Ich dachte, da kommt jetzt was. What the fuck?
ist da passiert so? Während ich mir meinen Hodenkinn. Ach du Scheiße. Oh oh, oh oh, jetzt passiert irgendwas. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor und das ist meine Botschaft. Oh nein, jetzt sind sie alle gegen mich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist hier passiert? Haben die meine Eltern geschlachtet? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Oh Gott, meine Eltern. Oh Gott. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Dass dir jegliche Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist? Mein Kind, du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Stark's Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Okay.